Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa Economy und Premium Economy und zwar um das Catering und das Essensangebot somit. Genauso wie ich in meinem T-Shirt den Gürtel enger schnallen muss, muss man anscheinend auch bei der Lufthansa den Gürtel enger schnallen, wenn man in diesen zwei Buchungsklassen fliegt. Heißt also ganz einfach, es gibt keinen Alkohol mehr ohne zu zahlen. Ausnahme Bier und Wein. Was wir davon halten, sagen wir, wenn Mario seinen Dienst getan hat. Dann kosten das Intro bitte. Geht los. Geht jetzt los. Das Intro hatte Ladehemmung, aber ist ja nicht schlimm. Also auf jeden Fall wisst ihr, was ihr machen müsst. Ihr müsst nicht nur den Gürtel enger schnallen demnächst in der Premium Economy und Economy, sondern auch jetzt einfach uns abonnieren, Abonnierbefehl, Glocke an, kommentieren unten, nachdem ihr den Beitrag geliked habt. Die Lufthansa hat sich mal wieder ausgedacht, wir können dem Kunden etwas mehr Geld abnehmen, weil auf der Langstrecke wird anscheinend so viel Alkohol konsumiert, dass man es so machen kann wie viele Fluggesellschaften in Skandinavien, die Finnair oder die SAS. Man kann dem Kunden für Alkohol Geld abverlangen und abknöpfen. Insofern haben die bei der Lufthansa jetzt ein Trial auf den Flügen von Boston nach Los Angeles, umgekehrt von Frankfurt nach Boston und von Frankfurt nach Los Angeles und zurück. So rum ist es richtig. Und da wird ausprobiert, ob man dieses alkoholische, ja diese Auswahl, einfach den Kunden Geld abnehmen kann. Und ab 1. Dezember soll das auf der gesamten Langstrecke ausgerollt werden. Was hältst du davon, Mario? Tja, Was halte ich davon? Ich finde es ein bisschen kniepig und fast schon ein bisschen geizig, dass man auf den Langstreckenflügen jetzt nicht mal mehr ein Aperitif bekommt oder nach dem Essen ein Baileys angeboten bekommt. Finde ich eigentlich sehr schade. Passt meines Erachtens auch nicht zwingend zu einer Fünf-Sterne-Airline. Einen kleinen Gin Tonic als Aperitif für einen Langstreckenflug war eigentlich früher immer eine ganz schöne Angelegenheit. Finde ich bedauerlich. Bier und Wein, kann man sagen, gibt es auch bei vielen anderen Fluggesellschaften in der Economy nicht mehr kostenlos, wenigstens das noch. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich sehr schade, wenn man das Angebot dort drunter schraubt. Und man hätte es ja so machen können, dass es tatsächlich pro Passagier nur noch ein solches alkoholisches Getränk gibt. Das wäre sicherlich in Ordnung gewesen. Aber dass es das jetzt nun gar nicht mehr kostenlos gibt, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja, Mario, ich finde das auch schade, weil es ja im Besonderen da ja gar nicht mal wirklich ehrlicherweise um Premium-Getränke geht. Also wenn ich euch einfach, nachdem ich mich mal selber einblende, warum habe ich mich so Picture-in-Picture, coole Funktion, jetzt bin ich aber daneben, einblende aus dem aktuellen Angebot der Lufthansa, da ist es halt so, dass man dafür zum Beispiel hier, ich gebe mir jetzt einfach Spirit Soft Drink, einen Gin Tonic von Jimi Hendrix, sage ich schon. Von Hendrix Gin und nimmt, dann kostet die ganze Bude 8 Euro anstatt 9,50 Euro Gesamtpreis. Finde ich problematisch. Oder aber, wenn wir dann zu den Getränken gehen, die eher in der Heimat von Mario sind, Moët Chandon Mini Champagner 15 Euro. Oder den Fürst von Metternich Riesling Sekt für 7 Euro. Also da geht es ja wirklich nicht um Premium-Produkte. Also nicht so wie bei Emirates um P2 oder so ein Dom Perignon in der First Class. Also insofern, wenn dann so etwas kaufen könnte, fände ich das schon spannend. Aber nur sowas dann geldmäßig da was versuchen nochmal zu machen, finde ich sehr, sehr schade. Auch finde ich das interessant, wie Lufthansa das argumentiert. Weil sie haben ja gesagt, auf der Kontinentalstrecke, dass man das Ganze macht, weil man den Leuten nicht das Angebot geben kann, was sie erwarten. Deshalb müsst ihr jetzt kaufen. Auf der Langstrecke hat man dann halt gesagt, man möchte jetzt eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen mit einer breiten Auswahl von Premium-Produkten. Also ich habe das bei Moët Chandon oder sowas, sehe ich jetzt das Premium nicht wirklich. Es tut mir leid, auch bei so einem Hendrix Gin sehe ich das Premium nicht, weil das alles Industrieprodukte sind, in meinen Augen.
Das ist für uns als Connoisseure, die hier beim gepflegten Vielflieger-Talk sich über solche Sachen echauffieren, wir würden es, glaube ich, privat noch nicht mal kaufen, oder? Nicht zwingend, nee. Also, außer es ist überhaupt nichts anderes da. Du meinst an der Tankstelle in Goslar. Genau, dann muss es auch schon mal der Henrik sein. Nein, aber du hast ja recht. Also da ist dann auch ein Bruch in der Argumentation drin. Also entweder gebe ich es kostenlos aus, zumindest in einer bestimmten Menge, oder aber ich müsste dann auch eine größere Auswahl haben. Dann kann ich ja auch einen etwas günstigeren haben. Aber dann muss es dann auch tatsächlich Produkte geben, wenn ich dann schon tiefer in die Tasche greifen soll, die dann auch einen gewissen Premium-Anspruch haben. Also insofern ist das aus meiner Sicht ja sehr problematisch. Und ob das jetzt immer der berühmte Kundenwunsch ist, ich weiß es nicht. Also ich habe da durchaus meine berechtigten Zweifel, dass man Kosten einsparen will, ist klar. Aber die Tickets werden ja dadurch auch nicht wirklich günstiger. Das ist ja der Kritikpunkt, den wir immer haben. Also das heißt, es werden zusätzliche Sachen gemacht. Der Koffer zum Beispiel, der nicht mehr bezahlt ist im Ticket, sondern extra bezahlt werden muss beim Leittarif und. Also das heißt, es geht sich ja darum, nicht das Ticket billiger zu machen, sondern dem Kunden nochmal mehr Geld abzuknöpfen. Und das ist halt einfach in meinen Augen die Krux an der Geschichte. Es spricht nichts dagegen, weil es ja das Basisangebot an Economy und Premium Economy Essen noch gibt und dass man das zusätzlich kaufen kann. Aber warum macht man das nicht, dass man das vorher kaufen kann? Ist es garantiert, dass ich das bekomme, in welchen Mengen und so weiter und so fort? Also das ist halt immer wieder das, woran es hakt in meinen Augen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man nach Asien fliegt, bei Wettbewerbern fliegen, Emirates oder aber auch Singapore Airlines, die immer noch ein Angebot haben in den Kabinen, was seinesgleichen sucht. Wenn man also jetzt zum Beispiel dann sagt, Singapore Airlines, hey, da kann ich ja auch was kaufen. Ja, ganz genau, ihr könnt in der First Class zum Beispiel einen Lobster Thermidor kaufen, der kostet $100, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da kann man dann halt von einem Premium-Produkt sprechen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob beim First-Class-Ticket, was mehrere tausend Euro kostet, ob man sich jetzt über 100 Euro streiten sollte oder nicht. Ich persönlich würde mir den Lobster nicht holen, weil ich keinen Seafood oder keinen Fisch esse. Also insofern wäre das für mich eher ein Luxusproblem. Aber grundsätzlich, wenn ich etwas Besonderes haben möchte, hätte ich damit die Möglichkeit. Und das wäre für mich in meinen Augen ein Ansatz, den die Lufthansa machen könnte, dass man also wirklich ein Premium-Produkt anbietet zusätzlich zum Kaufen, so wie die Finnair ja auch eine Dom Perignon Flasche anbietet, die man vorher kaufen kann, auch zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Leider gab es die beim letzten Mal nicht, aufgrund von Covid hatte man die halt dann nicht geladen, gab dann auch direkt eine Gutschrift, gab auch Punkte zur Entschuldigung. Also das wäre in meinen Augen der richtigere Ansatz, als den Kunden da für einen Gin Tonic noch Geld abzuknöpfen. Wenn es jetzt ein Designer-Gin Tonic wäre, also wenn wir wirklich da über irgendeinen, ich rede da auch nicht von Monkey, ne? Also sondern wenn wir von wirklich von irgendwelchen geilen Gins reden, so wie wir sie in Singapur vorhaben, auch dann zu konsumieren, Mario. Du wusstest noch nicht davon, dass wir nach Singapur fliegen. Geht los. Also das wäre eine Sache, aber so finde ich das eher kniepig und sehr schlecht. Und gerade wenn als 5-Sterne Skytrax Airline, da von dem Anspruch hat man sich bei der Lufthansa wohl verabschiedet, von den 5 Sternen, wird es einfach nur noch fast lästig. Und das finde ich in meinen Augen sehr, sehr schade. Was halt auch schade ist, dass das auf der Langstrecke zum 1. Dezember halt ausgerollt wird. Und was heißt das dann in the long run? Heißt das dann, hey, das wird so gut angenommen, dass wir das normale Essen auch einsparen können? Also wo soll das enden? Genau das ist es. Und was du ansprichst, fände ich ja im Prinzip nicht schlecht. Bei jeder Flugbuchung, wenn man das online bucht, wird man so viele Fragen gefragt. Warum nicht dann auch die Frage nach dem Essen und einem bestimmten Essensangebot? Also wenn man weiterhin natürlich kostenlos da Chicken oder Pasta natürlich nehmen kann, aber wenn es auch noch so 3 oder 4 Gerichte zum Aussuchen gibt, für die man dann einen gewissen Aufpreis bezahlen muss, das wird ja lang genug vorher angemeldet, da kann ja auch der Caterer dann sich entsprechend darauf einstellen, dann kann ich mir zumindest, und da wäre ich auch bereit, 10, 15, 20 Euro zusätzlich zu bezahlen, wenn ich dann eine Portion eines Essens bekomme, was ich gerne haben möchte, worauf ich Hunger habe oder was ich halt gerne mag, das fände ich noch einen gangbaren Weg. Aber wir haben es ja hier auch schon mal besprochen, als ich im Sommer geflogen bin,
in der Economy, weil es eine Pauschalreise war mit der Lufthansa, und bei an Bord versucht habe, als dann auf dem Rückflug zwei Gerichte, die ich gerne hätte essen wollen, halt nicht da waren. Also ein Gericht war nicht da und das Alternativgericht war dann auch nicht da und da habe ich es ganz gelassen. Das fände ich dann natürlich schon sehr ärgerlich auf der Langstrecke, wenn ich dann schon irgendwie mir was zusätzlich kaufen soll, kann, muss, was auch immer, darf, wenn es dann auch nicht da ist. Also das ist dann, das ist, finde ich, dann ein richtiger Schlag ins Gesicht irgendwie. Da muss ich schon dafür bezahlen und dann ist es nicht da. Dann doch lieber irgendwas Anständiges vorbestellen und dafür bezahlen mit der Gewissheit, ich bekomme es dann am Ende auch. Ob der Weg dahin geht, was du gesagt hast, dass man am Ende das komplette Essen bezahlen muss, dass es gar nichts mehr kostenlos gibt, wer weiß. Das fände ich natürlich schon ziemlich heftig, weil dann kann sich die Lufthansa nicht mehr Premium Airline nennen. Also weder Fünf noch Premium. Das ist ja dann wirklich tatsächlich ein Low-Cost-Carrier, wo man, ja, keine Ahnung, am Ende sogar auch noch das Klopapier selber mitbringen muss. Ich weiß es nicht. Fänd ich sehr schade. Ein gewisser Standard sollte sein. Früher gab es in der Economy auch bei den Partnerluftfahrtgesellschaften, bei der Swiss weiß ich das, da wurde dann während des Fluges nochmal eine kleine Packung Mövenpick-Eis verteilt. War sehr nett, war sehr lecker. All das ist ja dann irgendwie Geschichte und das finde ich eigentlich sehr schade. Ja, das ist so in der Tat. Da fragt man sich echt, wo es aufhören soll. Ich habe euch nochmal das Angebot aus dem aktuellen Herbst-Winter-Katalog, was essensplanmäßig angeht, reingestellt. Das ist einfach den Hendrix Gin, Havana Club Rum. Dann hat man hier auch nochmal Jack Daniels, Grey Goose und dann Baileys als 50 ml. Also das sind 6 Euro für 50 ml. Ich meine, das ist ja nah an der Reeperbahn in Hamburg. Ja, ist doch so, also da müssen wir nochmal ehrlich sein. Aber es sind halt keine Produkte, die halt in meinen Augen einen Zusatzpreis rechtfertigen. Also ich sage es nochmal, wenn es wirklich etwas wäre, wo man sagen könnte, hey Freunde, das ist mal eine, was super ist zum Beispiel. So wie Emirates hat ja auch in der First Class mal Pitou ausgeschenkt, anstatt den normalen Dompi. Also das wäre eine Geschichte, nochmal. Ich rate aber immer noch dazu, dass ihr vielleicht Sachen im Duty-Free kauft, bringt sie mit an Bord, gibt der Crew die Flasche und sagt der Crew, hey, schenk mir das aus während dem Flug. Ganz wichtig, trinkt nicht eigene mitgebrachte Sachen, ohne dass die Crew das sieht, weil das geht immer ganz böse aus. Abgesehen davon empfinde ich Trinken an Bord eher auch als, jetzt nicht so suboptimal, weil gerade bei Langstrecken oder sowas, da macht mir der Jetlag zu schaffen. Als ich jünger war, habe ich das wegstecken können. Jetzt kann ich das T-Shirt noch nicht mal richtig anziehen. Also insofern Abstand nehmen. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sich da an Bord besaufen soll, sondern es geht halt tatsächlich darum, dass man halt mal auf so einem 8-Stunden-Langstreckenflug einfach mal, weiß ich nicht, einen Gin Tonic trinkt oder halt einen Baileys danach. Wie gesagt, einen. Ich spreche immer von einen. Natürlich kann ich mir da auch selber eine Flasche Champagner mit an Bord bringen und hoffen, dass die Crew mir diese dann ausschenkt. Ist aber gar nicht nötig, wie gesagt. Es geht ja nicht um die Menge des Alkohols. Es geht, finde ich, auch ein bisschen um die Geste und um das Prinzip. Und natürlich um die Qualität. Absolut. Und um die Qualität. Aber wenn das halt alles unterm Strich nicht stimmt, finde ich es eigentlich sehr schade. Dann frage ich mich, was die Lufthansa dann noch von Airlines wie Condor oder Eurowings unterscheidet. Eurowings ist ja jetzt ein hausinterner Veranstalter mit der Discover. Also es unterscheidet sich eigentlich gar nichts mehr davon. Das ist halt in der Economy Class das Dilemma. Also man ist dann ein Beförderungsfall und das ist das, was ich sehr schade finde. Also das Flair des Fliegens ist weg. Ich möchte nicht wieder das bringen, was ich halt immer bringe, dass Fliegen ein Privileg ist und kein Menschenrecht. Also insofern müssen wir das halt einfach zelebrieren. Für uns als Connoisseure hier auch ein kleiner Spoiler. Wir werden diese Woche zusammen, also der Hofmeister und
Ich? Wahrscheinlich nicht mit diesem T-Shirt, weil mein Bauchnabel gerade so bedeckt wird. Das wäre dann aus Öffentlichkeitsgründen mein Problem. Werden wir auch die ersten Flugrevue machen und werden euch dann teilhaben lassen, was wir für Erfahrungen gemacht haben auf dem Flug. Ja, ich kann einfach nur sagen, schreibt unten in die Kommentarspalte rein. Ganz, ganz wichtig. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass das der Untergang des Abendslandes ist? Ist das der Untergang der Lufthansa? Wird man nur noch Emirates, Singapore Airlines und andere Fluggesellschaften fliegen? Eventuell, wenn die 380er von der Malaysia zur Turkish Airlines gehen, kann man bei der Turkish Airlines dann vielleicht nur noch kultiviert fliegen, bei der Lufthansa nicht. Ich weiß es nicht. Was ist eure Meinung? Also ich finde es sehr, sehr spannend, wenn ihr uns da eure Meinungen und eure vor allem Impulse gebt. Vielleicht haben wir auch etwas übersehen. Vielleicht haben wir einfach nicht das große Ganze verstanden. Natürlich wissen wir, dass das ein Zusatzangebot ist, aber es heißt ja immer, wo hört es auf? Und das ist halt diese Trial-Geschichte. Und das ist das, was mir etwas Angst macht, dass man dann anfängt, wirklich in der Tat weitere Einsparungen zu machen. Wir erinnern uns ja bei Meilenwerten, dann wurden sie niedriger gemacht, dann wurden sie wieder niedriger gemacht und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist immer so ein Anfang und dann guckt man, wie das Wasser so ist und geht immer weiter und macht mehr Druck. Also wir freuen uns, wenn ihr da uns das Ganze mitteilt. Wir werden heute die 20 Minuten gar nicht voll machen können, weil wir uns sonst in einer Wiederholungsschleife befinden, oder Mario? Ja, es muss ja auch nicht sein, sonst wirft man uns wieder hier, naja, ist auch egal, vor. Und das möchten wir ja auch nicht immer hören. Ja, wobei egal, der Wendler kommt auch wieder nach Deutschland. Also genau, insofern haben wir das auch noch schnell eingebaut. Aber wir kennen ihn Gott sei Dank oder leider oder wie auch immer nicht persönlich. Wir freuen uns, wenn ihr uns einfach wieder wie immer abonniert, dann den Glocken, das Glockensymbol drückt. Den Glockenknopf. Ich wollte schon Glockenknopf sagen. Den Glockenknopf, jawohl. Glockenknopf, Befehl. Und logischerweise kommentieren und diesen Beitrag liken. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV in einer, ich gebe mal zu, in einer etwas schwafligeren Ausgabe als sonst. Aber Mario, was sollen wir dazu sagen? Es ist Montag, muss auch mal sein, muss auch mal sein. Vielen Dank und kommentieren nicht vergessen. Bis dann, tschüss. Und das Unboxing kommt auch bald. Bis dann, ciao.